Audio. Bis zum hellsten Morgen von Britney C. Cherry. Es lesen Jesche Maisait und Nicolas Artacho. Liebe Hörer*innen, dieses Hörbuch enthält potenziell triggernde Inhalte. Falls ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr unter slash bis zum hellsten morgen eine Triggerwarnung. Achtung. Dieser enthält Spoiler für das gesamte Hörbuch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Euer Lux Verlag. Für meine Großeltern, meine Lieblingssterne am Himmel. Ich hoffe, ihr könnt stolz auf mich sein. Für die zweiten Chancen im Leben. Mögen wir mutig genug sein, sie zu ergreifen. Teil 1. Betrachte die Schönheit des Lebens. Schau hinauf zu den Sternen und sieh, wie du gemeinsam mit ihnen rennst. Marcus Aurelius. Hayley, acht Jahre alt. Aiden macht es einem leicht, ihn zu hassen. Das kannst du nicht machen, schrie ich in sein hässliches Gesicht. Er hatte mit seinen schmutzigen Fingern in das Glas mit den Keksen gegriffen, die Mama und ich gebacken hatten. Mama hatte uns beiden bereits jeweils einen davon gegeben, bevor wir nach draußen in den Garten gelaufen waren, um zu spielen. Doch als wir wieder ins Haus gekommen waren, hatte Aiden sich in die Küche geschlichen und war auf die Arbeitsplatte geklettert. Er brach einfach alle Regeln. Kann ich wohl. Wenn du einfach mal den Mund halten würdest, Hamsterbacke, antwortete er. Ich schnaubte und blies die Backen auf. Dabei spürte ich, wie mein Gesicht heiß wurde, während ich die geballten Fäuste in die Seiten stemmte. Ich habe keine Hamsterbacken. Und warum sehen deine Backen dann aus wie Hamsterbacken? Jedenfalls sieht mein Gesicht nicht aus wie ein Gorilla-Hintern. Leber Gorilla-Hintern als Hamsterbacken. Ich hasse dich, Gorilla-Hintern! Mir doch egal, Hamsterbacke. Görbel zurück. Aiden Walters war eine einzige Plage. Er machte immer nur Ärger, und ich war ständig damit beschäftigt, ihn möglichst davon abzuhalten. Ständig musste ich ihm sagen, was er nicht tun durfte, und er war ständig damit beschäftigt, mich zu ignorieren. Jetzt kletterte ich zu ihm auf die Arbeitsplatte und riss ihm das Keksglas aus der Hand. Wenigstens ist mein Kopf nicht so fett wie deiner, sagte ich und streckte ihm die Zunge raus. Er riss das Glas wieder zurück und schubste mich leicht. Dein Kopf ist viel fetter als meiner. Ist er nicht? Er ist er doch fetter als ein Elefantenkopf? Ich griff nach dem Glas und zog es wieder zurück. Halt die Klappe, Aiden! Halt du doch die Klappe, Haley! gab er zurück und zog ebenfalls an dem Glas. So ging es hin und her, bis Mama in die Küche kam. Was ist denn hier los? rief sie. Aiden und ich erschraken so sehr, dass wir das Glas fallen ließen. Es krachte zu Boden und zerbarst in eine Trillion Scherben. Wir erstarrten. Unsere Blicke schossen zu Mama, dann zu dem kaputten Glas, dann zurück zu Mama, dann wieder zu dem kaputten Glas. Er war's, sie war's, riefen wir gleichzeitig und zeigten jeweils auf den anderen, um ihm die Schuld für den Scherbenhaufen zu geben. Natürlich war es Aidens Schuld, aber er war ein dicker, fetter Lügner. Es wunderte mich, dass seine Hosenbeine nicht schon brannten von den ganzen Lügen, die er erzählte. Ich schwöre es, Mama, er war's. Er wollte sich noch mehr Kekse nehmen, aber ich habe ihm gesagt, er darf sich nicht noch mehr Kekse nehmen. Aber er hat trotzdem versucht, sich noch mehr Kekse zu nehmen, und und sie hat gesagt, ich hab einen fetten Kopf, Penny, und dass ich ein Gesicht wie ein Gorilla hintern habe. Aiden schob die Unterlippe vor und ließ seine Augen feucht werden. Oh mein Gott, er ist so eine Drama Queen. Er hat gesagt, ich habe einen fetten Mund. Und er hat mich Hamsterbacke genannt, gab ich zurück. Ich hab keine Hamsterbacken! Hast du wohl! spottete Aiden. Hab ich nicht! Hast du wohl! Hab ich nicht! Hast du wohl! sang er. Für einen Jungen, der genauso alt war wie ich, benahm er sich echt wie ein Baby. Mama sah nicht so aus, als würde sie sich für unsere Anschuldigungen und unser Gezänk interessieren. Sie senkte die Brauen und fuhr sich mit der Hand über ihren Afro-Puff. Dann nickte sie knapp: Runter mit euch, alle beide! Ihr wisst, was jetzt kommt. Aiden und ich stöhnten auf. Aber, äh, schrien wir einstimmig, ich hasste es, dass wir so viele Dinge gleichzeitig machten, denn das Letzte, was ich wollte, war so zu sein wie er. Ich hasste die Momente, in denen wir das Gleiche taten. Sie machten mich so wütend. Unsere weniger einträchtigen Momente gefielen mir viel besser, denn wenn ich anders war als er, dann war ich kein fettköpfiger Gorilla hintern. Mama rieb sich mit der Hand über die Stirn. Kein Aber. Kommt schon runter mit euch und dann ab ins Wohnzimmer. Zeit für eine Dauerumarmung. Mama wedelte mit der Hand. Wir kletterten von der Küchenplatte und stapften ins Wohnzimmer. Mama hatte mal in einer Talkshow gesehen, wie eine Frau von Dauerumarmungen erzählt hatte, zu denen sie ihre Kinder immer zwang, wenn sie sich stritten. Dann mussten sie sich in den Arm nehmen und für das entschuldigen, was sie dem anderen angetan hatten. Sie mussten sich so lange umarmen, bis beide sich ohne wenn und aber entschuldigt hatten. Ich wünschte mir, Mama würde nicht fernsehen. Das brachte sie nur auf dumme Ideen. Ich hasste Dauerumarmungen, musste sie aber ständig mit Aiden machen, weil er so ein dämlicher Idiot war und mir immer Ärger einbrachte. Wenn überhaupt, dann sollte Aiden sich selbst in den Arm nehmen. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Schließlich hatte ich die Kekse nicht gegessen. Trotzdem mussten wir uns in den Arm nehmen, was wir nun murren taten. Als Aidens Mom Laurie rüberkam, sah sie uns beide so dastehen und lächelte. Haben sie sich schon wieder gestritten? Fragte Laurie. Ja, antwortete Mama. Das typische Tom-und-Jerry-Spielchen, wie immer. Und noch keine Entschuldigung? Kein Wort. Laurie sah hinunter auf ihre Uhr. Nun, Aiden, dann gib mal Gas, sonst kommst du zu spät zu deinem Schauspielkurs. Aber Mom, heulte Aiden. Kein Aber raus damit, befahl seine Mom. Ich mochte Laurie, auch wenn ihr Sohn ein Arschgesicht war. Sie gab mir immer Süßigkeiten, wenn ich bei ihr war und fragte mich, wie meine Backstunden mit Mama liefen. Tut mir leid, dass ich dich beschimpft habe, Haley, sagte Aiden. Er meinte es nicht ehrlich, aber er sagte es trotzdem. Es klang sogar so, als meinte er es ehrlich, was bedeutete, dass sein blöder Schauspielkurs tatsächlich Wirkung zeigte. Deshalb hatte er eben fast geheult. Irgendein dummer Lehrer hatte ihm verraten, wie man das anstellte. Trotzdem musste ich grinsen, denn er hatte sich zuerst entschuldigt. Doch dann spürte ich, wie Mama mich gegen den Arm stieß. Ich brummte mürrisch Mir tut's auch leid, dass ich dich beschimpft hab', Aiden. Da seht ihr's. War das wirklich so schlimm? fragte Mama. Ja, erklärten wir einstimmig. Wieder so ein einträchtiger Moment. Ugh, ekelhaft. Wir ließen einander los und sahen zu, dass wir möglichst weit vom anderen wegkamen. Aiden und Laurie verabschiedeten sich, damit Laurie ihn zu diesem dummen Schauspielkurs bringen konnte, und Mama und ich buchen später am Abend noch ein ganzes Blech Brownies. Es waren die besten Brownies, die ich je gebacken hatte. Und als ich ins Bett ging, schmuggelte ich noch einen davon heimlich in mein Zimmer. Ich ging ans Fenster und sah hinüber zum Nachbarhaus, wo Aiden jetzt in seinem Zimmer saß. Er war der nervigste Nachbar, den man sich vorstellen konnte, und ich hasste es, dass ich jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaute, sein dummes Gesicht sehen musste. Hey du Loser! rief ich. Aiden sah auf, kam zum Fenster gelaufen und sah mich mürrisch an. Was willst du extra loser? Von dir jedenfalls nichts, Mega Loser, gab ich zurück. Warum hast du mich dann gerufen, hä? Um dir zu sagen, was für ein Loser du bist und dass ich heute Abend die allerbesten Brownies der Welt gebacken habe und du konntest sie nicht probieren. Ich hielt den Brownie hoch und winkte damit. Er kniff die Augen zusammen. Gib ihn mir! Ganz sicher nicht! Er kletterte aus dem Fenster, schlich sich durch den Garten zu mir herüber und stieg in mein Zimmer. Hastig schnappte er den Brownie aus meiner Hand und rannte zurück zu seinem Zimmer, wo er ihn superschnell verschlang. Aber ich hatte trotzdem gewonnen, denn ich wollte ja, dass er ihn probierte und mir sagte, was er von meinem Brownie hielt. Er sah wieder zu mir rüber. Du hast recht, sagte er mit Krümeln im Gesicht. Das war der beste Brownie der Welt. Und jetzt ist er weg. Ich hasse dich, Aiden Walters. Ich hasse dich auch, Haley Jones. Ich schaltete das Licht aus und kletterte in mein Bett. Er konnte es nicht sehen, aber ich lag da und lächelte. Denn Aiden mochte meine Brownies. Und obwohl ich es nicht wollte, war es mir wichtig zu wissen, was er dachte. Gorilla Hintern mochte meine Brownies. Cool. Aiden, zehn Jahre alt.